Aber das Rumfahren macht natürlich Benzinverbrauch, ne? Ohne Ende. Ja, aber das kriegt man ja trotzdem wieder rein. Wir können ja auch laufen, das ist ja egal. Ja, aber wie gesagt, irgendwo habe ich gelesen oder gehört, dass man die mit dem Auto anlocken kann, irgendwie. Keine Ahnung warum. Wann hast du es Das gelesen Versuch mit dem und wo? Auch Radio, weiß ich das nicht, funktioniert keine ja Ahnung. auch eigentlich. Ach, es war nur ein Stein. Da hat Ole mich echt einmal so aus der Hüfte raus erschossen. Oh, geil. Ja, aber vielleicht kommen im Dunkeln ja noch mehr. Weiß man ja nicht. Oder habt ihr schon mal im Dunkeln Ja, gejagt? haben wir auch schon. Und? Kommen auch Naja, nicht. nicht viel. Also. Oh ne, mit Licht sieht das richtig beschissen aus. Wo seid Ich ihr? bin hier hinten und sammle Fleisch wie ein Was ist hier hinten? da im Gebüsch. Na, weißt du nicht wo? Da im Gebüsch. Mundet ist ganz alleine, Ole ist ganz alleine. Meine Fresse, du, die. Wo ist denn das Auto? Bei Hier dir, sind Ole? gar keine Autos mehr. Ole ist hier irgendwo. Schade, dass man hier Ja? keine. Guck mal, das ist zum Beispiel ein neuer Baum hier, der kleine, der hier vor uns ist. Ja. Genau, und der wird irgendwann groß. Hä? Ole war doch gerade hier. Ach, Ole haut Ich hab ab. Ach, Ole hat das Auto. die Namen ausgeschaltet, deswegen. Weil wenn ich Screenshots mache, finde ich das so blöd. Oh, da Wobei ist es ein ist dunkel und Rehchen. es regnet, ist natürlich kack, Hallo ne? Rehchen, wollen wir Rehchen spielen? Ah, nee, du bist ja noch ein Rehkitzchen. Du hast ja noch ja kein goldenes Geweih. Monat, bist du auf der Straße? Bin im Wald und habe zwei Hirsche erledigt. Warte, Ich weiß willkommen. ja nicht. Gib mal Jetzt Lichtzeichen. eine Fleisch nicht mehr. Ja, Da Siehst habe du ich. sie? Nee, mit der Taschenlampe wird's ja auch gehen, einfach Kopflampe, oder? Da hinten, da hinten. Rechts durch. Jetzt rechts? Nee, links ist sie, ne? Nein, rechts. Guck mal, da wo das Licht ist, da, das ist links. Ich habe mal anderes links. Ich habe auch rechts habe ich was gesehen. Aber es kann auch Hier. sein, dass das das Wasser war, was gespiegelt hat. Das war das Wasser, was gespiegelt hat. Guck mal, hier Das war ist der Ding. Ach, da Postbote. oben ist er. Nee, das ist das Auto. Ja. Hä, wo bist du denn jetzt, Moonlight? Ja, hinterm Baum hier. Doch hier. Ach so, Ich stehe du da. hast auch ein Auto. Ach so, du bist mit dem Großen gefahren. Ach so. Ja. Und wo hast du. Ach so, hast du vielleicht alles eingesammelt jetzt, ja? Jo. Okay, zum Laden schaffen wir es leider nicht mehr. Aber wir könnten jetzt zum Laden fahren und da auf dem Campingplatz pennen. Ja. Hinterm Laden ist Ja. auch, hinterm Laden ist auch der Campingplatz. Ja, gut. Wo war jetzt hier die Straße? Ach hier. Da, ja, da so. Schön. Oh ne, sehe ich ja gar Oh, nichts. Da sehe ich ja gar oh. nichts. Hier ist der Laden, genau. Und hier hinten ist Ja. irgendwo. War doch hier war Ja, irgendwo genau, der. jetzt ein bisschen rechts und gerade. Da, geradeaus, ja. Hä, kann ich nicht gucken? Hä? Hier ist doch. Da, weiter rechts. Ach da, ja, genau. Oh. Wenn Monat macht Licht aus, dann kannst du besser gucken. Hä, wieso schläft Ole schon? Ole ist wahrscheinlich nach Hause gefahren. Nee, da Ach hat ne, die hier steht Abkürzung er. drin. Ach, der hat abgekürzt, der Typ. Schießt da jemand? Haha, ich bin bei Ole. Ja, es wird auch so gemacht hier getrennt. Es gibt hier nur gemeinschaftlich duschen. Schießt du? Sie geht im Sand. Ich glaube, das ist wegen Ja. ihrer Sandaletten. Hey, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Da Das warst du klingt, kurz als auf würde hier einer der. schießen. Hör doch mal. Naja, aber es ist wenigstens heller. Den Campingplatz habe ich komplett vergessen. Jetzt wird das gleich wieder ein Gedränge, ne? Das Gedränge in der Enge. Hä? Wo fährst du hin? Du musst links. Ich wollte bloß gucken, ob du aufpasst. Klar. Scheiße. So, Lecco Mio, ich habe Angst mit dir, Mann. Ich habe Angst. Hör auf. Ich bin hier sicher, ey, ich schwöre.
Ich bin hier drin sicher. Und zieh mal deinen Knacker zur Seite. Achso, ich sollte auch ein Stück Fleisch nehmen, ne, wenn ich schon reinkomme. Was ist mit dir? Bist du ein bisschen verwirrt? Nee, ich bin gerade vorbei. Ich hab so links geklickt, als wenn ich. Oh, es steht auf der Stelle und nein, läuft. Weil wir hängen ineinander alle fest. Achso. Ja, Teil hat mich ja mit dem dicken Po, hat sie mich aufgehalten. Weißt du was? Wir legen es einfach da rein und zwei bleiben drin und stopfen. Zwei bleiben drin und stopfen? Rein. Ich stopfe dir auch gleich was vor rein. Nee, jetzt musst du reingehen. Halt, Monet, fahr doch mal nach vorne, bitte. Monet, fahr doch mal nach vorne. Wir können leider dann nicht. Dann würde ich sagen, Tai, du spring mal rein. Ja, und ich leg's da vorne immer hin. Genau. Und ihr reicht es weiter. So, halt, stopp. Warte, komm, wir bauen, warte. So, Monet, und jetzt wieder zurück, Monet. Ich mache jetzt eine Kette. Genau, ein Stück zurück, bitte. Wir machen jetzt eine Kette. Weiter. Noch weiter. Fahr mal richtig ran. Ja, so. Gibt's hier keine Laderampe? Na, guck mal, so geht's viel schneller. Ja, Mann. Halt. Jetzt hat sie mir das Fleisch geklaut. Monet, geh rein. Wird schon drin. Das ist drin. Und du brauchst dich nur drehen, nicht mal was machen. Du musst dich nur. Kriegst du irgendwie. So immer umdrehen. Oh, ich kann also schon fast besser hätten hinlegen. Oh, ja, das ist nice, ne? Der kann aber auch die Stücke da besser hätten hinschmeißen. Schade, dass man der rechten Maustaste nicht irgendwie richtig schmeißen kann. Ich werde morgen der Prinzessin eine Torte backen. Ja, für wen? Für mich? Nein, nicht für dich. Das ist gemein. Huch, jetzt habe ich das Stück hier hingeschissen. Für meinen Hund, okay. Kommt keiner mehr und holt ab. Stell du dich mal am Verkaufstresen und verkauf mal. Ja, dann okay. Brauchen wir das nicht so. Ich bin hier jetzt übrigens gefangen, ne? Aber jetzt kommst du nicht raus, wa? Tja, hier ist ein Reh! Oh, was haut die mal Munition weg? Warte. Es ist so dumm, es kommt zurück. Es ist. So. Hast du jetzt echt 20 Schüsse? Ich hab aus Panik, Mann. Da sind doch bestimmt jetzt zwei Packungen drauf gegangen. René, ich leg dir das Fleisch hier mal hinten über den Zaun rüber. Kannst du es einmal bitte abholen? Dann hat sie zwei Packungen Munition verballert. Wir kriegen eine Packung Munition. Achso, Entschuldigung, ich wollte ja hier stehen bleiben. So. Wie undankbar, ey. Und eine Packung kriegen wir erst bloß wieder gekauft von dem Fleisch. Halt die Klappe, ey. Ich hasse dich. Ach, scheiße, das wollte ich sie gerade wegnehmen. Kannst du nicht. Aus der Hand nehmen. Oh, nimmt ihr das Stück Fleisch noch raus? Hast du das ganze Fleisch da gar nicht drauf? Habt ihr zweimal verkauft? Ja, einmal haben wir schon. Geil. So, wisst ihr was? Ich würde sagen. Schweine? Nochmal? Haben wir nicht eine Kuh? Nee, lass uns erstmal Schweine. Nee, haben wir alles. Die kommen zusammen mit den Schweinen da rein. Ja, aber trotzdem. Lass uns ganz ruhig. Nicht alles auf einmal. Ich würde sagen, lass uns nochmal 4 Schweine. Ja. Was? Wir können auch mehr nehmen, weil wir haben ja den Laster, ne? Wir haben 1930. Ja, sollen wir noch Luftmatratzen kaufen? Nee, ach Quatsch. Na, wir können doch erstmal kaufen bis 1000 oder so. 3, 6, 9, 12. Das wären 1200. Das wären 4 genau. Schweine. Ich habe gesagt 3. Also 3 Schweine? 300, 600, 900. Haben wir 1030 noch. Naja, dann nehmen wir eben ein weniger. So. Zack. Haben wir nochmal 3 Schweine gekauft. Brauchen wir noch irgendwas für die Hühner? Sollen wir noch Futter mitnehmen, sicherheitshalber? Ja, ich würde sagen, ne, für die Hühner haben wir doch nachher nichts mehr. Weil die Viecher, die Großen, kriegen das ja aus dieser Mühle. Dann packe ich noch 5 Sack rein für 150. Ja. Das sieht so geil aus. Wie ist das mit Wasser? Diese halbnackte Körper mit der Sonnenbrille. Wasser kann man ja aus dem. Warte, ich mach hinten mal zu. Nee, halt, wir haben noch Säcke. Achso, oder? Ja, nee, das ist mir so egal, ob ihr noch Säcke habt. Ich fahre mit Moonlight mit. Lass uns mit den Kleinen, ne? Oder was? Nee. Hallo?
Ich will mal mit dem dicken Ding fahren, ey. Das ist die Frau, die kann. Naja, irgendwann kaufen Ole und ich uns ein Pickup und dann könnt ihr mit dem Cropper-Teil hier fahren und wir fahren mit dem Pickup. Ja, dann hau doch ab hier. Machen wir doch gerade. Denk daran, der hat einen längeren Bremsweg, ne? Geil. Brems mal richtig hart ab jetzt. Bremsen! Tritt auf die Bremse! Hui! Ja, mach ihn platt! Ja. Die Gasbremse! René, bist du noch am Händler? Nein. Okay. Wieso, was brauchst du noch? Weil ich habe überlegt, wollen wir nicht noch ein paar Kanister kaufen? Hier rechts rum, haha. Hierher, andersrum. Hä, wir fahren querfeld ein. Oder meinst du nicht? Achso, warte mal, was wolltest du kaufen? Kanister? Ja, Kanister. Ja, dann holen wir noch zwei Kanister und nice. Und kannst gleich voll tanken. Ach du Scheiße, ich bin ja fast leer. Oh. Klasse. Ja, hab ich gehört. Ab, ne? Was macht ihr wohl mit unserem schönen Auto? Ey? Wir machen gar nichts. Mhm. Ich sehe nur vorne Busen drin. Soll ich ein oder zwei Kanister kaufen? Zwei. Was ist los? Weißt du was? Ich steig aus, ich hab nichts damit zu tun, okay? Warte mal kurz. Ihr wisst schon, dass da hinten lebendige Tiere drin leben? Soll ich noch was abreißen? Ja, wo fährst du hin? Ach so. Ah. Kann hier ist nix. Aufmachen? Was hat er da? Dann kann es da. Ich regel. Ja, warte. Wo ist die Sau jetzt? Ah, der läuft weg! Oh, ja, nein, du musst aufpassen. Die laufen weg wie nichts Gutes. Nein, bleib jetzt hier. Nein, komm jetzt. Sag mal. Komm mal. Also der große Schluck der Benzin ohne Ende. Also ich denke mal, den großen sollte man wirklich nur zum Transportieren benutzen und nicht zum... Mach mal zu, ich sammle einmal die Kaka auf hier, die dicke Wuhe ist. Hallo? Ja. Den großen sollte man wirklich nur zum Transportieren nehmen, nicht durch, um in den Wald zu fahren und zu jagen. Ja. Weil ich habe den vorhin vollgeladen, der war jetzt über halt, komm mit. Er war über halb leer jetzt schon wieder. Na, oder wir stellen wir fahren mit denen dahin und die anderen beiden fahren da durch die Büsche und der eine bleibt halt immer da stehen, also... Soll ich auch vielleicht noch ein, zwei Säcke zu den Hühnern hinstellen? Kannst sie ins Ding reinpacken, in den Trog reinschmeißen. Stackt sich das auch? Oh, der ist eh leer. Stackt sich das Futter da drin? Einfach reinschmeißen, ja. Das wird bis oben hin voll. Okay, aber die sind auch durstig, ich hol nochmal Wasser. Da waren wir aber lange weg. Oh. Die Marine, bla bla bla. Oh, dein Ernst? Oh. Toll, jetzt bin ich drin gewesen. Oh nö, ich krieg diesen Eimer Wasser hier nicht mehr raus, ey. Wo denn? Ja, am Brunnen. Sind da reingeschmissen? Ja. Echt jetzt? Ja. Oder hast du ihn da angehängt? Nein. Hast du angehängt? Ach, hast du schon. Ja. Na, deine Chicks haben Durst, ne? Ach, Ole, bist du schon unterwegs? Du bist wieder zurück, ja. Ne? Ne, noch nicht ganz. Warum? Soll ich nochmal umdrehen? Ja, hol doch nochmal einen Eimer bitte für Wasser oder dass wir hier, weil mit einem Eimer ist das ja scheiße, das braucht einfach zu lange. Aber so ein Metalleimer ist halt hammergut. Ich glaube, wir haben Blecheimer. Ja, bring mal einen Blecheimer mit. Aber ich fand dieses gelbe Ding, was ihr verkauft habt, das war total geil. Das musstest du nie nachladen und du hast es einfach nur an den Eimer gestellt. Ja, aber das ist ein Wasserfass, was voll Wasser ist, deswegen. Das Wasser, das Ding ist leer. Das ist einfach nur ein Wasserfass gewesen. Das musst du dir voll irgendwie kaufen, schätze ich mal. Okay. Das hatten wir ja auch irgendwo. Wo haben wir das eigentlich? Stimmt, haben wir das verkauft? Das haben wir verkauft. Das haben wir verkauft. Ach so, haben wir verkauft. Ja, stimmt. Für zwei oder ich weiß das gar nicht mehr. Doll war es nicht. Weiß nicht mehr, gebracht hat. Ach du Scheiße, hier ist ja richtig Kacke drin. War so eine Kacke. An den Hühnis? Ja, alles vollgeschissen hier, Junge.
Boah, deine Cheeks. Die kleinsten, Viecher haben die größte Kacke. Naja, das ist halt so, wenn man keinen Schließmuskel hat, da flatscht alles gleich hinten raus, ne? Klar, dass dann da mehr liegt. Also es gibt zwei verschiedene Stahleimer. Ein Stahleimer für 8, dann ist der größer. Oh, bring mit. Ich will es, ja. Ich kaufe von jedem ein. Dann packe ich nochmal Futter nach. Was? Warum? Ich mache den Mund. Sah schon lustig aus, wie sie da echt rein, raus, rein, raus. Hast du Kacke weggesammelt oder was? Und die Eier. Ach, die Scheiße, ja, okay, die Scheiße kann ich wegmachen. Die habe ich schon weggemacht. Was, da lag da gerade ein, oder hast du da gerade einen Haufen gemacht? Oh, oh, guck mal hier, alles voll. Ja, sag ich doch. Oder kommen die erst noch? Hier ist auch alles voll geschissen. Ist das Huhn eigentlich noch oben auf dem Fernseher? Warte mal. Ich will das. Zack. Hallo. Was? Hat jemand eigentlich das Huhn vom Fernseher runtergeholt? Habt ihr oben echt einen Huhn reingeschmissen ins Haus? Das Huhn ist nicht mehr da. Auf dem Fernseher. Aber es lag ein Ei auf. Das war ja ein Eier. Ich hab nix, geh weg. Das war ja ein Eierprogramm. Aber ich schwöre, dieses Ei lag genauso, warte. So lag es da, so. Na, vielleicht ein bisschen weiter hinten, ja. Wo das Huhn ist, ich glaube, das Ding ist auch wieder draußen. Den habe ich doch eben gesehen, ja. Warte. Der dunkle, hier, er hier. Ach, guck mal, wir brauchen bloß den Korb anfassen. Die Hühner fallen dann automatisch raus. Okay, gut. Oh, süß. Hier ist alles voll mit Kakao. Aber wir haben gerade schon meine Kacke. Könnte man, sollen wir das eben verkaufen gehen? Ist ja noch früh, oder? Was willst du verkaufen gehen? Die Eier? Die Eierchen. Oder willst du dir was draus braten? Wir könnten auch so. Oder wir gehen mal zu Fuß. Obwohl, kommst du mit spazieren? Ja, ihr könnt mal zu Fuß gehen, genau. Ja. Oder komm, lass uns alle mal zu Fuß gehen. Oder komm, wir gehen alle mit. Ja! Hurra! Auch guck mal, wie die kleinen Kinder da vorne. Hurra! Ja. Warte, ich bin Rotkäppchen. Pass auf, ich hab das Körbchen. Rotkäppchen. Wir sind beide Rotkäppchen. Komm. Ole, wo bist du? Ja, ich mache ja noch voll. Lalalala. Okay. Lalalala. Der kommt Richtung Verkaufsladen. Ich hab's. Das riecht ein bisschen nach Wolf, oder? Ole, was hast du? Ja, ich hab grad noch was geschossen. Ich fahr jetzt noch da mal. Ist ein Wolf! Lass doch auch mal Ole ausreden, Mensch. Dann komm ich zurück. Weil ich hab mich noch Fleisch auf der Eimer. Ach so. Ach so, du bist doch noch beim Einkaufen, stimmt. Ja, ich war jetzt mit der Tanke, mach das voll, weil mein Sprit ist scheinbar gleich leer liegen. Wie die kleinen Kinder hüpfen sie da durch die Gegend. Und du bist der große böse Wolf. Wir sind klasse, Moonlight, ich schwöre. Die machen noch die Eier kaputt, so wie die da rumhüpfen. Ne? Wenn ihr hüpft, dann macht ihr auch Eier kaputt. Na, René, warte mal ab, bis wir wenn wir die Kühe machen und die dann einen Müllstein in der Hand haben. Na, mal sehen, vielleicht machen wir das bei der nächsten Aufnahme, dann können wir vielleicht langsam auf Kühe umsteigen. Aber dann will ich aber die Boxen haben, oder? Na gut, Kühe brauchen auch keine Boxen. Braucht man eigentlich die Eier noch? Die Eier haben ja nie wirklich viel was gebracht, oder? Ne. Oh, guck mal, wie er Hackengas gibt. Guck mal. Oh Gott. Gib Gas. Ich lauf. Oh, er kommt. Ist er noch da? Er ist noch da. Oh Gott. Schnell. Er frisst uns gleich. Das hört sich an da vorne. Geil ist auch, dass wir die gleiche Stimme haben. Gleiche Stimme.